Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und heute mal wieder den Tier 6 Kreuzer, die Nürnberg, bei dieser Ausgabe im Fokus. Warum? Ja, ganz banal, ich will den Grind endlich mal weitermachen und ihr seid einfach so meine Versuchskarnickel. Mit euch zusammen mache ich das so ein bisschen. Dementsprechend ist die Nürnberg häufiger vielleicht am Start als das ein oder andere Schiff. Seht es mir nach, aber naja, da müssen wir, ihr und ich einfach mal durch. Ja, ich würde sagen, wir tun ja gar nicht lang rum, sondern springen ins Gefecht und legen dort direkt los. Ja, wir haben ein Matchmaking gefunden und sind hier auch noch Top-Tier. Das ist doch ideal. Dazu viele Zerstörer. Alter Verwalter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja, fast, oder was heißt fast, die Hälfte des Gegnerteams sind einfach nur mal Zerstörer. Was ich jetzt aber als Kreuzerfahrer natürlich in der Tendenz nicht schlimm finde. Wenn ich dann von so einem doofen Torpedo gerackt werde, finde ich es richtig scheiße. Bis dahin finde ich es aber cool. Also von dem her, lassen wir uns doch einfach mal überraschen, wie wir so damit zurechtkommen. Was ich aber auf jeden Fall jetzt meiden werde, ist die Passage hier drüben. Weil da zumindest reinfahren. Also ich werde da hinfahren, ja, weil ich Bock habe, den einen oder anderen Zerstörer vielleicht vor die Flinte zu bekommen. Ich werde aber nicht reinfahren, weil darauf habe ich dann doch wieder keine Lust. So, und dementsprechend fahren wir jetzt 10 Mal so an, dass da ein bisschen drauf agiert werden kann. Ich lasse es jetzt auch mal bei HE, weil die Zerstörer, die wären natürlich mit HE sehr schön zu beschießen. Ja, und wir kommen schon direkt auf Geschwindigkeit. Also, das läuft. Was haben wir da hinter uns? Eine Isokase, die noch nicht da ist, und eine Cleveland, die wegfährt. Deswegen ping ich da mal an, dass ich auf C fahre und dementsprechend da auch Unterstützung gebrauchen kann. Und sagt der Cleveland auch, dass er doch bitte mitfahren soll. Torpedos sind schon mal durchgeladen. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ah, da ist schon das erste Schlachtschiff. Aber für mich noch nicht mal sichtbar. So weit ist das Ding noch weg. So, C wird noch nicht gekappt. Ist schon mal spannend. Aber weder die Cleveland-Fahrt mit, noch die Isokase ist hier nah an mir dran. Also muss ich fast noch auf die Torpedos da von hinten aufpassen. Jetzt wird gekappt, okay. Ich bin auch entdeckt. Deswegen schießen wir da mal die Torps. Da ist ja die Mutsuki. Und dementsprechend können wir jetzt hier schön drauf gehen. Hat natürlich jetzt auch Rauch angemacht. Den Ausfall hat sie auch zu beklagen. Und jetzt ist sie rausgefahren. Oh, eine Nürnberg. Da lasse ich jetzt mal meine zwei Türme mal hinten ein bisschen agieren. Auf jeden Fall, was sehr von Vorteil ist, dass da jetzt hinten noch die Nicholas kommt. Weil die Nicholas wird jetzt da gleich ablenken und dementsprechend kann ich mich dann jetzt gleich austoben.
nicht mehr zu sehen. Obwohl sie da eigentlich dran sein müsste. Aber auf jeden Fall, der Punkt gehört mal uns. Na, ein klitzekleiner Hit. Schön, dass die Mutsuki jetzt hier reindreht. Das finde ich sehr sympathisch. Jo. Der hat gesessen. Unser Team hat die Führung übernommen. Flugzeug wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht starten, das war jetzt ein Fehler meinerseits, aber egal. Wir müssen aufpassen, da vorne ist dann auch noch eine DAO-Bar gewesen. Aber die New York, die ist nicht zu beschießen. Aber wir liegen gut in Führung. Entdeckt, da ist sie doch. So, ich will jetzt aber auch nicht so jagen. Torpedos auf Steuerbord. Und da sind schon die Torpedos. So, jetzt lenke ich rechts gegen, um so ein bisschen wieder Schiff und mich dazwischen zu bekommen. Und es funktioniert auch. Da sind wir vorbei. Da vorne die New York. Auf die muss ich aufpassen. Weil die kann ich jetzt natürlich dann ganz schön einfach rausnehmen. Aber die Kongo wiederum, die hat hier die erste Sicht auf das Schiff, sobald sie rumkommt. Ich würde ja gerne so eine schöne Salbe Torpedos da jetzt reinjagen. Und ich glaube, ich probiere es auch. Weil wir liegen gut in Führung. Wir haben deutlich mehr Schiffe noch als der Gegner. 4 an der Zahl derzeit. Und von dem her, was soll's? Aktuell fährt er eh in die Richtung von der Cleveland. Und möglichst lange ungespottet bleiben. So, jetzt haben wir mal die Torpedos losgeworden. Aber jetzt drehe ich ab. Und vielleicht, wenn ich jetzt so stark drehe, dann nehme ich das einfach so mit, dass ich da die linken noch mit reinziehe. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Sieg ist in Sicht. Das ist doch eine schöne Aussage. Maschinenschaden. Problem gelöst. Das Problem haben wir natürlich gelöst. Und da kommen die Torpedos an. Da haben zwei aber schön getroffen. Und der Kill dürfte uns gehören. So ist es. Gegnerische Schlacht.
gesunken. Das lief gut. Das lief fast genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da kann ich jetzt noch auf Karlsruhe schießen. Habe ja eine tolle Reichweite. Das ist ein Riesenvorteil von der Nürnberg. So, und da vorne jetzt noch die Erober. Da haben wir sogar auch nochmal die andere getroffen. Die Karlsruhe. So, und da kommt die Isokase mit ihren Torps. Auch nochmal 3000er Hit. Ja, das ist eine unglaublich klare Angelegenheit hier, diese Runde. Das muss man mal ganz klar sagen, wie es ist. Auch da jagen die Granaten jetzt den Gegner schön in die Seite. Vielleicht jetzt nochmal eine Zitadelle oder ja, die Versenkung trotzdem. Die Runde läuft genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Perfekt. Da ging der Gameplan mal auf. Und ich wurde nicht gewonshottet von der New York. Was natürlich auch leicht passieren kann, weil du, Nürnberg ist einfach nicht so hart. Also da kann doch ganz gern mal so eine Granate reinfahren und haut euch das ganze Schiff weg. Dementsprechend also, das ist schon sehr riskant gewesen, was ich da mit der New York gemacht habe. Geht auch ganz gerne mal einfach schief, muss ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Die 1000 Tickets sind gleich voll und damit ist die Runde auch beendet. Schauen wir mal. Und jetzt müsste es gleich rum sein. Und die Endauswertung, umso mehr erwartet. Wir sehen hier, lief ganz gut, kann man glaube ich sagen, mit 1532 XP auch Platz 1 eingefahren. Und der Schaden 40, 55, 60.000 Schaden. Da kann man sagen, Alcaramba, der war gar nicht schlecht. Kreditpunkte gab es am Ende des Tages 354.000 netto raus. Also von dem her, damit kann man auch gut leben. Natürlich ist da nicht das alles der Ding zu dem Spiel zu entlohnen, weil es ist kein Premium, aber lief doch perfekt. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.